Geist und draußen im Grünen. So, mach. Hast du mal in Deutschland? Deutschland. Deutschland? Ja, Deutschland. Dann einfach draufdrücken. Es wird in Deutschland. Körper und Geist hätte sich auch angeboten. Beim Mediziner. Für dich, naja. Ich meine, ihr Mediziner müsst ihr wirklich viel auswendig lernen. Oh, können wir nochmal tauschen? Gehen wir auf Körper und Geist. Jetzt, ne, das ist eine Provokation fast schon. Ja, möchte ja, mal. Gehen wir auf Körper und Geist. Bist du ein guter Auswendiglerner? Ja, muss man ja irgendwie sein. Das schon. Ja, mir hat mal ein Medizinstudent gesagt, das Gute ist, je weniger du im Kopf drin hast, umso mehr passt rein. Ist fies, ne? Ja, nach jeder Prüfung ist wieder alles weg. Wieder weg. Ja, gut. Ja. Okay, die ersten Fragen sind beantwortet und die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor. Die erste Frage lautet, 10 Sekunden zum Antworten gibt es jetzt für Moritz, Christian Gloria und Christian Sievers. An welchem Bahnhof halten Fernzüge der Deutschen Bahn? Köln-Impfbach, Frankfurt-Heilwasser, Hamburg-Wohlteich oder Berlin-Gesundbrunnen? Ja. Das geht ja schon gleich richtig fies für Moritz los hier, aus München kommt ja. Und muss da so eine Frage beantworten. Also, du hast dich entschieden, weil gesagt hast, ich bin in Hamburg. Genau. Dann nehmen wir mal Hamburg Wohlteich. Viele Hamburg-Fragen gestellt. Könnte sein. Ja. Ja, gut. 13% glauben das auch. Ah ja. Immerhin. Dann schaue ich, was der Rest noch so 55% sagen Berlin-Gesundbrunnen. Ah. Das wäre das andere gewesen, was ich getippt hätte. Also nehme ich das. Gut. Hauptstadt. Ja, Gesundbrunnen. Ja. Gesundbrunnen. Gesundbrunnen. Ich denke jedes Mal, wenn ich Sie anschaue, Fürstin, dann denke ich an Ihre eine schöne Antwort, die Sie mit Boris Becker hier mal gegeben haben, als Sie nicht das Würstchen im Schlafrock nahmen, sondern, was war das? Im Hemd. Speck im Unterhemd oder sowas. Ja, genau. Das ist sehr gut. Gut. Berlin-Gesundbrunnen ist richtig. Der Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen liegt in Berlin, Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding. Da halten auch ein paar Fernzüge, Regionalzüge Richtung Nord- und Ostsee. Okay, zweite Frage lautet für Deutschland. Welche Maßnahme nach britischem Vorbild wird derzeit auch in Deutschland diskutiert? Prämie für Fahrradkäufe, Zuckersteuer auf Limonade, Gebühr auf lange Öffnungszeiten oder Eintrittspreis für Kneipen? Das sieht sehr eindeutig aus. Moritz als angehender Kinderarzt sagt Zuckersteuer auf Limonade. Ist ja auch sinnvoll. Und in Großbritannien haben die Unternehmen ja schon nachgezogen. Die haben ja schon den Zucker reduziert. Reduziert? Ich denke mal, das wird es sein. Was haben Sie genommen? Wir haben das ähnlich, wir haben das genau das genommen. Wobei ich natürlich gegen diese Maßnahme bin, weil ich bin ein großer Zuckerfreund und ich bin natürlich beleidigt, Tabak nimmt man uns weg, jetzt kommt der Zucker weg, bald kriegen wir gar nichts mehr. Ja, also, Standpunkt. Bereits 2016 wurde in Großbritannien eine Zuckersteuer auf Limonade beschlossen und eingeführt. Die Deutschen überlegen nachzuziehen, das ist richtig, jawohl. Etwa 20 Cent pro Liter. Sind Sie so eine Süße? Also ich bin total süß. Ich bin gut. Letzte Frage Deutschlands. Im baden-württembergischen Neuenburg treffen sich regelmäßig Menschen und suchen ja wonach? Die Götterdämmerung, das Rheingold, die Walküre oder Siegfried? Boah, was suchen die da? Okay. Ja, nehmen wir. Ja, nehmen wir. Zack. So. Was meinst du? Ja, die Götterdämmerung kann man schwer suchen. Walküren und Siegfried suchen. Es wäre, wenn dann so ein, ja, so ein nettes Festival Versteckspiel. Oder? Das ist ja. Ja, genau. Großes Versteckspiel. Versteckspiel, ja. Deswegen Rheingold kann man ja Gold im Rhein mal suchen. Ja? In Baden-Württemberg? Mein Team Deutschland auch mit 63,6%. So, und was meinen Sie? Wir haben das auch gesagt. Wir suchen auch das Rheingold. Und warum? Ausschlussverfahren und wer Schönes zu finden.
Gut, in Neuenburg am Rhein treffen sich tatsächlich alljährlich Hobby-Goldsucher, die wirklich da also ganze Flussläufe umgraben und hoffen und beten. Und manchmal finden sie auch tatsächlich ein bisschen Gold. Das ist richtig, jawohl. Sehr schön. Damit drei richtige Antworten. Ja, dann noch kein Sucher. Nein, Gott sei Dank. Wir nehmen Gold auf beiden Seiten. Moritz, du bist dran, Team Deutschland ist dran, alle, die mitspielen. Hier kommen drei Kategorien. Es gibt im Angebot die 2000er, Musik und Hits und Tagesschau. Ich würde ganz ehrlich Tagesschau nehmen. Weißt du, da ist der Druck bei Christian so hoch, ja, oder? Heute Sendung könntest du nehmen. Ja, genau. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nachrichtenmoderator. Ja, und ist jetzt als da, Gegner, ne? Ja, guck mal, es ist Tagesschau, Schrägstrich, heute sind wir mal nicht so, heute, ja, sagen wir heute mal. Es geht also um tagesaktuelle Fragen, die sowohl in der Heute als auch in der Tagesschau heute zu hören waren, wird jetzt gespielt. Ihr habt ja momentan, glaube ich, was Nachrichten angeht, keine Sorge. Also der Trump sorgt ja jeden Tag für eine Schlagzeile, ne? Ja, nicht nur der Trump. Man hat ja manchmal den Eindruck, die Welt spielt verrückt. Und das zeigt sich auch bei unseren Zuschauern, die immer mehr einschalten. Was ich natürlich sehr gut finde. Und wir versuchen halt jeden Abend so gut wie möglich diese Welt auch abzubilden dann. Fürstin, verstehen Sie noch alles, was da momentan abgeht mit diesen Herren? Also es ist sehr, sehr kompliziert. Und es bleibt spannend. Ja. Wobei, wie gesagt, wir haben vorher auch kurz gesprochen, Christian, der Trump, wie sagen die Kanadier, Trump ist ja nicht unser Problem. Das Problem ist, dass die Hälfte der Amerikaner das gut finden, was der macht. Ja. Okay, wir spielen erste Frage Tagesschau. Wofür sollen nach Plänen der EU-Kommission künftig digitale Fingerabdrücke zur Identifikation Pflicht werden? Für den Führerschein, für den Personalausweis, für die Kreditkarte oder für die Versichertenkarte? Bitteschön. Also, alles. Ja. Ja. Gut, ich glaube, das kann man sich herleiten. Wobei, du hast ein bisschen geschwitzt eben bei der Frage, ne? Ja, ich habe so zwischen zwei geschwankt. Versichertenkarte wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, damit da kein Versicherungsbetrug stattfindet. Aber ich denke mal, der Personalausweis ist am wichtigsten. Dass da der Personalausweis, dir folgen 80% der Mitspieler draußen. Sehr gut. Sie haben es auch genommen. Ja? Ja. Warum? Warum wird das vorgeschlagen? Bessere Kontrolle natürlich. Alles soll kontrolliert werden. Alles genau kontrolliert. Alles kontrolliert, dann gehen wir alle nochmal hin, machen wir mal das ganz und so weiter. Genau. Ist richtig, jawohl, Personalausweis. Die EU-Kommission plant es, in Deutschland ist es noch freiwillig. Aber es soll europaweit eingeführt werden, um natürlich besser kontrollieren zu können. Zweite Frage Tagesschau, auch das war Thema. Milo Djukanovic gewann gestern die Präsidentenwahl in welchem Balkanstaat? Kroatien, Serbien, Montenegro oder Bosnien-Herzegowina? Zack. Zack. Nicht lang, zack, zack. Zack. Ja. Das weiß er. Oder die Fürstin natürlich auch. Das wissen beide natürlich. Ja. Du auch? Ja. Was hast du genommen? Montenegro. Und soll ich dir mal was sagen? Team Deutschland war sich ja gar nicht so sicher. Das ist zwar die meistgegebene Antwort, aber Kroatien, Serbien sind fast gleich auf. Montenegro, die meistgegebene Antwort, 37,8%. Gut. Gar nicht so deutlich, aber ich bleib dabei. Also, wenn du nicht dabei bleiben würdest, würdest du mich sehr beeindrucken. Nee. Ich nehme aus Protest was anderes. Gut. Fürstin, was haben Sie genommen? Wir haben Montenegro genommen, beide einstimmig. Gut. Es ist ja für immer so, ich lese ja keine Nachrichten, aber Djukanovic geht ja noch. Ihr lest ja teilweise Namen vor und Begriffe vor. Wie schafft ihr euch die drauf? Weil ich meine, da sind natürlich die Reaktion der Zuschauer ist ja wahnsinnig wahrscheinlich. Also ich denke mal, wenn ein Begriff wirklich sehr, sehr exotisch ist, wissen ja auch viele Zuschauer gar nicht, wie man den ausspricht. Aber es gibt so eine Aussprachedatenbank tatsächlich. Und was wir aber auch häufig machen, ist, dass wir vor Ort anrufen. Und sagen, hey, sag mal, wie heißt du eigentlich? Wie heißt das? Gut, sehr gut. Okay. Montenegro, Djukanovic. Seit 1991 ist er mit wenigen Ausnahmen entweder als Staats- oder Regierungschef im Amt gewesen. Und Montenegro ist richtig. Jawohl, stimmt. Bisher das perfekte Spiel von allen.
So, auf dem Weg als EU-Mitgliedstaat ist er unterwegs. Letzte Frage Tagesschau lautet: Der Schatz, der am Wochenende auf der Insel Rügen geborgen wurde, stammt aus der Regentschaft welches Herrschers? Uiuiui, Julius Caesar, Harald Blauzahn, Richard Löwenherz oder Karl der Große? Jetzt darf ich abschauen. Karl der Große. Ja, können wir auch. Aber wir haben keine Zeit. Zack. Oder Buzzer. Buzzer? Ja, dann schnell Buzzer. Ah, zu spät. Ach, schade. Entschuldigung. Sag bloß, das war nicht in der Heute-Sendung. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es in der Heute-Sendung war. Nee. Oh. Ich glaube, das ist tagesaktuell. Und heute hattest du Urlaub. Ach, siehst du, das ist eine gute Erklärung. Die Sendung läuft erst. Ja. Entschuldigung. Die Sendung kommt erst. Tut mir leid, das wird schon seltsam. So, Moritz, du hast es gesehen, du warst dir sehr sicher. Erzähl uns was. Der König, nach dem auch Bluetooth benannt wurde, da wurde der Schatz gefunden. Ist irre, ne? Ich habe mich nie gefragt, nach wem Bluetooth benannt ist, aber seit heute, ich habe es auch gelesen, weiß man es dann plötzlich. Gut, da war es dann Karl der Große. Dafür habt ihr euch entschieden. Spektakulärer wäre Karl der Große. Ja? Blauzahn finde ich auch ziemlich spektakulär. Ja. Hat Team Deutschland auch mehrheitlich genommen. So, da würde sich aber auch Moritz nicht von abbringen, selbst wenn es anders gewesen wäre. Tatsächlich konnten da 500 bis 600 Münzen gefunden werden. Ganz, ganz viel auf so einem Acker. Einfach so ein Bauernsohn. Von so Bauernsohn. So ein bisschen gegraben und dann hat er so eine Münze gefunden, dachte, das wäre irgendwie Aluschrott. Und dann hat er doch meinen Papa schauen lassen. Ja, und es geht hier um einen Wikinger, der tatsächlich zwischen 936 und 987 König war in Dänemark. Und von dem hat man einen Schatz gefunden. Und das ist der, nach dem auch noch Bluetooth benannt wurde. Also Herr Blauzahn ist richtig, jawohl! Ich muss ganz kurz mal das Publikum zur Raison bringen. Dieser Applaus ist völlig unangebracht, weil die spielen für euch. Ne? Wenn die gewinnen, kriegt einer, eine von euch 500 Euro. Man glaubt mir das ja nicht. Ich zeige es gerne noch mal. Es geht um das Geld hier. Ich möchte nur, dass ihr es auch mal seht. Es wird wirklich bar ausgezahlt. Hier. Wow. So. Ja? Oder findet ihr den Moritz so niedlich? Ja, ne? Ich nehm's auf. Ich nehm's auf. Okay, Christian und die Fürstin, ihr seid wieder dran. Bitte schön, drei Kategorien zur Auswahl, um die es jetzt geht. Im Angebot hätten wir Kunst und Kultur, Glaube und Religion und Macht und Geld. Ich glaube, dass alle Kategorien mag die Fürstin sehr gerne. Macht und Geld? Warum nicht? Ja, gut. Wie sieht es bei dir aus? Assistenzarzt ist es noch nicht so doll, ne? Das Gehalt? Ja. Ach, man kann sich nicht beschweren. Also, ich sag mal, Pflegekräfte, da wundert es mich nicht, dass da mangelt, weil die verdienen wirklich deutlich schlechter als wir. Eindeutig zu wenig, ne? Ja. Ja. Ihr merkt schon, auf dem Publikum wird so leicht geredet, weil die sich untereinander jetzt absprechen. Das scheinen schwere Fragen zu sein. Ja, ja. Die spielen aber jetzt. Super. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schreckliches Bild so für Fernsehzuschauer, nicht? Wenn Leute so nach unten gucken. Oh ja. Seid ihr fertig? Wir müssen nämlich warten, bis ihr fertig seid. Waren die Fragen schwer? Ja. Oh Mann. Macht denen mal Mut hier vorne. Sehr gut. Okay. Erste Frage lautet: Was bezeichnen Juristen als Idiotenwiese? Zuschauerraum im Gericht, Einführungskurs für Schöffen, das Stichwortverzeichnis oder das Bundesjustizministerium? Ja, okay. Ich würde nicht zuschauen. Okay. Ja. Mir hat eine Antwort gefehlt, Idiotenwiese. Das ist neuerdings Garten im Weißen Haus, weißt du? So, Ich bin gespannt. Hier geht das Publikum, hier geht Team Deutschland und unsere Kandidaten komplett getrennte Wege. Was meinst du? Ja, ich glaube, hier brauche ich das Team, aber einen Einführungskurs für Schöffen. Ja, die wissen noch nicht so genau Bescheid, wie es geht. Da dachte ich mir,
Idioten könnte man die bezeichnen. Wiese passt halt nicht so wirklich. Deswegen könnte es auch der Zuschauerraum sein. Aber ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Der Zuschauerraum ist die zweitmeistgegebene Antwort. Mhm. Einführungskurs für Schöffen ist 18,7. Zuschauerraum 33,5. Und Stichwortverzeichnis ist kaum mehr 37. Und das Bundesjustizministerium 10,8. Oh. Das sind die Momente, wo man hyperventiliert. Ja, ich denke mal, nachdem ich da von Jura eher wenig Ahnung habe, gehe ich meinem Team. Ich vertraue meinem Team. Oh, bist du feige. Oder? Also ich habe 14 Semester Jura studiert und ich muss sagen, ich weiß jetzt, warum ich Journalist geworden bin. Also. Aber noch nie gehört. Noch nie gehört. Idiotenwiese. Wie weit bist du gekommen im Studium? Ja, ein Examen zumindest habe ich geschafft. So. Ja. Aber man sagt ohne ja, Jura, Idiotenwiese zu wissen. Aber Jura sagt mir ja sowieso, lernen, du musst wirklich sehr fleißig sein. Ja, das hat auch schon viel mit dem echten Leben zu tun natürlich. Ja. Also es ist schon spannend, aber da habt ihr euch was rausgesucht hier. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben Betriebswirtschaft studiert, ne? Nee, ich habe überhaupt nichts studiert. Nein! Nur das Leben. Das ist die beste Schule, oder? Aber sind Sie nicht mal tatsächlich als irgendein Finanzgenie ausgezeichnet worden, weil Sie so extrem gut mit Geld umgehen können? Ja, sollen? Jede Hausfrau, gute Hausfrau kann mit Geld umgehen. Gut, also... Das Stichwortverzeichnis. So, ich hab's hier. Man hat mir unter Tisch gelegt. Ja. Und da siehst du schon, es wird nicht irgendwas für Schöffen sein, sondern das kennen wir alle, das deutsche Gesetz. Schönfelder. Ja, Schönfelder, ne? Guck mal, das sieht so richtig gelesen aus. Und ganz hinten, ich nehme mal meine Lesehilfe, tatsächlich hier, hab mir extra was reingeklebt, ist das Stichwortverzeichnis. Und das an sich ist schon länger als ein durchschnittliches Buch, ja? Ein paar hundert Seiten. Stichwortverzeichnis, die Idiotenwiese, wo man schnell mal etwas nachschlagen kann. Ist richtig, sehr gut. Das Team. So, das Team, du bist dem Team gefolgt. So, und deshalb bisher für Team Deutschland das perfekte Spiel und auch die Fürstin und Christian sehr gut unterwegs. Nur eine falsche Antwort von 7. Sehr gut. Macht und Geld, die zweite. Das ist aus dem prallen Leben, Macht und Geld. Was ist auf einer aktuellen 2-Euro-Münze neben dem Gesicht von Helmut Schmidt noch zu sehen? Eine Brille, eine Prinz-Heinrich-Mütze, eine Zigarette oder seine rechte Hand? Bitte schön. Mhm. Ich auch, ja. Ja. Ich auch sagen. Ja. Ich habe leider keine dabei. So. Moritz, ich sag's dir jetzt schon mal, du musst jetzt ganz stark sein, weil du wirst dich gleich ganz alleine fühlen. Oh. Ja, ist doch gut, wenn mein Team besser auf die Münzen schaut als ich. Pass auf. Eine Brille hast du genommen. Okay, du bist nicht ganz allein. Ich baue dich ein bisschen auf. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Stimmt, die Fürstin kann singen. Sehr schön. Ja, singen. Wow! So, dir wird aber gleich die Sprache verschlagen, weil nur 7,8% der Deutschen das auch genommen haben. 7,8% ist wenig. Das ist wenig. So. Die Mehrheit, 38%, haben genommen, 38,8% sogar, seine rechte Hand. Aber 31,5% haben noch eine Prinz-Heinrich-Mütze genommen. Dürftest du aufnehmen? Prinz-Heinrich-Mütze? Das ist diese blaue Mütze, die er immer aufhatte. Ja, das glaube ich nicht. Dann glaube ich auch eher seine rechte Hand. Ich gehe wieder mit dem Team. Heute feige. Ja. Heute? So. Ich meine, das ist ja relativ, man sitzt da ganz entspannt und kann im Notfall das nehmen, was Team Deutschland macht. Das ist ja bei Ihnen ein bisschen anders. Sie haben sich entschieden für die rechte Hand. Ja. Warum? Weil ich mir gedacht habe, ich habe diese Münze noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so auf die rechte Hand sich stützt. Das ist sowas Nachdenkliches.
Der große, weise Helmut Schmidt stützt sich auf seine Hand. Das war mir irgendwie, und uns beiden war das plausibel. In 10 Sekunden. Wir haben ein Foto. So sieht sie aus, die Euromünze. Ha! Eine typische Handbewegung, die rechte Hand. Da hätte noch Zigarette drin sein können. Ja. Da war auch eine drin, die haben die wegretuschiert. Die haben die wegretuschiert, natürlich. Und ich bin ja sicher, wenn diese Münze in den 70er Jahren, dann wäre hier noch eine Zigarette drin. Natürlich. Ja, genau, das hat man natürlich heute politisch korrekt weggelassen. Sehr gut, die rechte Hand, sehr gut. Ja, haben wir jetzt aufgeholt? Nein, weil er ja immer mit dem Team Deutschland dann geht. Das ist ja, oh. Ja. Nächste Frage lautet Macht und Geld. Die letzte, nachdem die Punkte vergeben worden sind und das Geld auf die Konten gespült wurde. Was ist aktuell der Dienst? Wer ist der aktuell dienstjüngste Regierungschef eines Bundeslandes? Der dienstjüngste. Kretschmer in Sachsen, Hans im Saarland, Söder in Bayern oder Tschentscher in Hamburg? Oh Gott. Oh Gott, der Dienstjüngste. Okay. Schnell. Tja. Wow. Das ist schön jetzt. Ganz ehrlich, rein, weil ich die Antwort so herrlich finde. Hans im Saarland. Ist das nicht, finde ich also schon. Ja. So, mal gucken, ob das jetzt Moritz im Glück ist. Oder du hast genommen Kretschmer in Sachsen. Mhm. Ja, ich habe zwei Bilder im Kopf. Also Söder und Tschentscher halte ich eher für etwas älter. Kretschmer, ja, da habe ich so ein relativ junges Bild im Kopf. So ein, Kretschmann. So ein agiler, junger Typ, ja, der dann die Kamera lächelt. Ja. Hans wäre noch mein zweiter Tipp gewesen. Pass mal auf, 19,8% sind bei dir. Die meistgegebene Antwort ist Söder in Bayern. Allerdings nur mit 34,1%. Die liegen alle dicht beieinander, also zwischen 20% und 34%. Das spricht dafür, dass Team Deutschland sich nicht sicher ist. Ich glaube, in dem Fall bleibe ich mal dabei. Du bleibst bei Kretschmer in Sachsen. Gut. Ja. Fürstin Christian, bitteschön. Naja, es zeigt erstmal, wie viele Wechsel es jetzt gab in der Landespolitik in Deutschland. Gut. Das kann man, glaube ich, schon mal ganz klar sagen. Und dann ist es immer schwierig, finde ich, das jetzt so genau einzuordnen. Wer war da jetzt einen Tag weniger im Amt und einen Tag mehr im Amt? Es hat sich viel geändert, gerade mit der neuen Bundesregierung. Wir haben jetzt einfach mal auf Tschentscher gesetzt, der für Olaf Scholz gekommen ist. So. Hamburg applaudiert. Ich glaube, das Problem ist, war eben nicht nur bei dir, Moritz, sondern auch bei vielen Mitspielern. Der Dienst, es geht, wie lange ist er im Amt? Also der Dienstjüngste und nicht, wie alt ist er? Ah ja. Aber viele haben da spontan gedrückt. Man kann ja das mal gucken. Also Markus Söder seit dem 16. März 2018 im Amt. Hans im Saarland. Einmal der Söder hat länger drauf gewartet, aber es ist nun endlich geworden. Der Hans im Saarland seit dem 1. März 2018. Kretschmer ist im Amt seit 13. Dezember 2017. Und der Dienstjüngste seit dem 28. März 2018 ist nach dem Wechsel von Olaf Scholz in die Bundesregierung der Tschentscher in Hamburg. Gott sei Dank. Übrigens, Peter Tschentscher, eine ganz interessante Karriere. Eigentlich ja ein Kollege, ein Arzt aus dem UKE und der dann irgendwann jetzt sagt, dann mache ich halt mal Bürgermeister. So kann es kommen. Das heißt aufgeholt. Jawohl. Aber weißt du, wenn du mit Team Deutschland gegangen wärst, wäre es ja auch falsch gewesen. Ich habe es gerade gesehen. Ich ärgere mich. Ah ja, da steht's. So. Was denn? Wir lachen so nett. Das freut mich sehr. Ja. Gut, pass auf, ihr seid dran. Team Deutschland und Moritz mit der Wahl der Kategorie aus dem Leben, Sport und Freizeit und Adel. Bitte Team Deutschland, traut euch und nehmt Adel. Ja, das wäre für uns alle. Christian kann sich entspannt zurücklehnen. Ich lehne mich entspannt zurück. Sind Sie fit in den Adelsgeschlechtern Europas? Nicht besonders. Also ich habe natürlich ein oberflächliches Wissen, aber... Ja. Es gibt Experten.
Das sie, stimmt. Sie spielt natürlich auch taktisch. Sie sagt das jetzt und nachher sehen wir, was sie wirklich drauf hat. Es wird aus dem Leben. Sehr gut. Sehr gut. Hätte ich auch genommen. Ja, ich auch. Ich hab's auch. Gibt es für Sie so ein Adelsgeschlecht, eine königliche Familie, zu der Sie sich besonders hingezogen fühlen, die Sie gut kennen, mit denen Sie gute Kontakte pflegen? Auch. Ja, also Sie meinen jetzt von den Regierenden. Von ja. Den Regierenden. Ja. Ja, das, ich würde sagen, das holländische Königshaus ist mir sehr sympathisch. Ja. Und dann natürlich das schwedische, die Spanier. Jetzt kommen alle. Die Briten. Ja. Ja, die Briten ja auch. Ja. Ja. Sehr schön. Gut, aus dem Leben. Wir können die erste Frage spielen. Die lautet, wie lange bleiben Punkte, die man also so sammelt, maximal in der Verkehrssünderkartei in Flensburg bestehen? 3 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre oder 10 Jahre? Das lässt jetzt auch tief blicken. Sagen wir mal 3 Jahre. Ja, okay. So, hau rein. Tada! Buff. Verantwortung abgeben kann ich verstehen. Wüsste ich auch nicht. Ich wollte immer schon mal auf das Ding draufhauen, ehrlich gesagt. Ich wünsche mir sowas für zu Hause. Ja, weißt du? Zack, auch. Und dann kommen alle gelaufen. Das wäre schön. Also, Moritz. Ja. Was meinst du? Ich hatte noch nie einen Punkt. Insofern schwierig. Du wie macht man das? Viel mit der Bahn fahren. Ah, sehr gut. Dann sehr gut. Ja, gut. Also, du hast gesagt 8 Jahre. Ja. Sagen auch 20% der Mitspieler. Die meistgegebene Antwort, 3 Jahre, 44,6%. Was bedeutet ja. das für uns? Sind wir jetzt das ist dann doch wir nehmen immer die Mehrheit. Also. Ziemlich überzeugende Mehrheit. 3 Jahre. Also, nachdem ich da relativ blank bin, gehe ich wieder mit dem Team. Gut. Fürstin, darf ich Sie fragen, haben Sie Punkte in Flensburg? Sehr viele, leider. Ich habe auch schon einen Depperl-Test mitgemacht. Nein, ehrlich? Echt? Ja, ja. Was muss man da, was wird da so gemacht? Man kriegt also auch Farben gezeigt. Da konnte ich noch durch. Ich musste auch sagen, wie ich heiße. Das konnte ich ja, auch. Doch. Und das Geburtsdatum habe ich auch bestanden. Ja. Ja, und dann war viel Geduld nötig. Sind Sie so eine rasante Fahrerin oder was ist es bei Ihnen, dass Sie das ja, so machen? Also ich würde sagen, ich fahre sehr gerne Auto. Zügig? Ja, sehr zügig. Und ich habe dann manchmal übersehen, wenn da irgendwelche Schilder sind, wo es heißt 120, habe ich dann übersehen. Ja, wenn man zu schnell vorbeifährt, dann ist es ja, dann wupp ist das Schild vorbei. Da kann man, ja. Christian! Hast du Punkte? Also ich glaube nicht. Also ich hatte schon welche, also ich bin nicht ganz so perfekt, aber im Moment... Abgebaut. Vielleicht sind sie auch abgebaut worden, weil nach 3 Jahren oder so das dann auch wieder auf Null gesetzt wird. Guck mal, ihr habt euch darauf verlassen, dass das Publikum hier richtig abstimmt, die ja parallel abgestimmt haben. Die haben sie auch mehrheitlich genau mit der fast identischen Prozentzahl wie Team Deutschland mit 44,4% für 3 Jahre entschieden. Jetzt ist es bei den Punkten ja so, wir haben ja ein neues Punktesystem seit 2014. Früher war er mit 18 Punkten der Lappen weg, jetzt ist er ja schon mit 9 Punkten weg. Dafür bauen die sich auch anders ab. Aber es gibt ja Verstöße, zum Beispiel Trunkenheit am Steuer, wenn du dann richtig Mist baust und voll besoffen gefahren bist, gibt es 3 Punkte dafür. Und die bauen sich tatsächlich erst, das ist neu, nach 10 Jahren ab. Das heißt, leider kein Geld für das Konto von Fürstin und für Christian und auch nicht von Team Deutschland. Jetzt verlässt man sich einmal aufs Publikum und dann kommt das dabei raus. Ne? Ja. Haben wir uns denn schon verlassen? Ja, ja. Ja. Ah, schade. Sie hat die Fürstin würde jetzt gerne noch mal antworten. Sehr gut. Ja. Aus dem Leben ist manchmal ganz schön schwer. Zweite, und die hat es auch in sich, die Frage. Was gehört laut Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Gebrauch nicht ins Altpapier, sondern in den Restmüll? Briefumschlag, die Tageszeitung, Geschenkpapier oder Pizzakartons? Vielleicht das Geschenkpapier, weil das so plastifiziert ist. Ja?
Auch ein Geschenk bei dir so? Mhm. Ja? Mhm. Oh, Moritz sagt Tageszeitung. Wahrscheinlich, ich weiß warum, du liest die nur digital und sagst, ein iPad gehört eben nicht ins Altpapier. Das ist richtig. Das stimmt. Team Deutschland. Team Deutschland sagt mit 42,7% Geschenkpapier und mit 41,5% Pizzakarton. Das ist ja fies. Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass die Druckerschwärze, dass das ein Problem ist. Jetzt, wenn 7,7% dafür sind, ja, dann... Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es richtig ist. Wenn es eine schwere Frage ist, ja. Ja. Was machst du? Also ich spiele jetzt auch das nächste Mal für Team Deutschland. Versprochen. Ja. Sind sofort eingeladen. Ja, für Team Deutschland. Das ist sehr gut. Wir können noch tauschen. Gut. Sind schon gebucht. Machen wir. So, und was machst du? Das ist schon einfacher. Ne? Das Geschenkpapier. Habe ich auch Geschenkpapier. Aus der Ecke von meinen Gegnern gehört. Du lauschst. Sehr genau. Sie haben auch das Geschenkpapier genommen. Gut. Und jetzt kommt das dicke Ende. Uiuiui. Das war Tageszeitung. Speisereste produzieren beim Recycling sehr, sehr große Probleme. Und deshalb soll man alle Verpackungen in den Speiseresten sind, auch wenn sie aus Papier oder Pappe sind, auf keinen Fall ins Altpapier tun. Ich ganz ehrlich, ich habe es bisher immer gemacht. Ich wusste es nicht, aber soll man nicht. Weil seit das heute nicht mehr. Seit heute nicht mehr. So, ja, es ist tatsächlich der Pizzakarton. Aha. Ja. Und er hätte es gesagt. Oh, er hat es gesagt. Er war für Pizza, ja. Da merken wir mal, wie schwer es ist aus dem Leben. Letzte Frage aus dem Leben. Sieht doch gut aus. So, in welchem Monat kann es zur sogenannten Schafskälte kommen? Im März, im April, im Juni oder im September? Ich glaube, das wisst ihr. Ich würde sagen, im April. April? Mhm. Oder im Juni. Juni, ja. Ja. Der Kapitän Moritz sagt April. Team Deutschland sagt mit 67,1% Juni. Hm. Bleibst du bei April? Aus dem Leben scheint nicht so meine Kategorie zu sein. Gut. Wenig praxisnah. Und Fürstin und Christian haben auch den Juni genommen. Kälteeinbruch, der sich um den 10. Juni ereignen kann. Ja, ist richtig. Jawohl, Geld wieder für beide. Sehr, sehr gut. Oft, danke, aber nicht jährlich zu beobachten. Letzter Durchgang, drei Fragen. Ich gebe die Kategorie vor. Und die Kategorie lautet für Moritz, für Christian und für Fürstin rund um die Welt. Geografie. Schön, ne? Reisen Sie gern? Sehr gerne. Wo sind Sie am liebsten? In Afrika. Und wo dort? Die Afrikaner kommen zu uns, ich gehe zu denen. Sehr gut. Oh. Ja, Christian, es ist wunderschön. Reist auch gerne, ja. Ich meine, du warst ja lange in Israel. Tolles Land. Absolut. Tolle Region auch. Ja. Merkt man manchmal nicht so, wenn man die Nachrichten guckt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren. Ich sage immer, hinfahren, selber nachschauen, selber erleben. Das Beste, was man machen kann. Stimmt. Erste Frage rund um die Welt lautet für uns alle. Über dem Rheinfall bei Schaffhausen thront das Schloss. Laufen, gehen, kriechen oder rennen? Was wissen Sie? Ich würde laufen nehmen. Laufen wird los. Ja, es ist laufen. Wir haben das schon mal gehört, das Laufen. Das können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Moritz nimmt Laufen, Team Deutschland nimmt Laufen. Sie nehmen auch Laufen. 858 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, der Stammsitz des Freiherrn von Laufen. Jawohl, sehr gut. Der Rheinfall wurde deshalb auch früher oft der große Laufen genannt, bis es dann heute erst Rheinfall wurde. Zweite Frage rund um die Welt. Welches dieser Länder hat die wenigsten Einwohner? Belgien, Norwegen, Österreich oder Ungarn? So viel Wald. Das ist nicht leicht. Oder doch? Oder Ungarn, weil es so klein ist. So, das finde ich wirklich klasse. Eindeutige Ergebnisse. Moritz sagt Norwegen, Team Deutschland sagt Norwegen und auch unsere Prominenten sagen Norwegen.
traute Eintracht. Belgien über 11 Millionen, Österreich 8,7 Millionen, Ungarn sind es 9,8 Millionen und am wenigsten in Norwegen mit 5,26 Millionen. Läuft, Engel. Und letzte Frage rund um die Welt. Schon eine Menge Geld auf beiden Konten, das ist klasse. Um in Sun City im US-Bundesstaat Arizona wohnen zu dürfen, muss ein Mitglied des Hauses mindestens 55 Jahre alt sein, kanadischer Staatsbürger sein, mindestens 3 Kinder haben oder Astronaut bei der NASA sein. Bing. So. Es ist nichts Neues an dieser Stelle. Moritz sieht es ein bisschen anders als Team Deutschland. Ja. Ja. Du sagst mindestens 55 Jahre alt sein, sagen 29,8%. Kanadischer Staatsbürger sagen 31,9%. Ja, meine Mutter wohnt teilweise in den USA. Und da gibt es auch so gated Communities, wo man über 55 sein muss. Das ist auch so eine magische Grenze da. Deswegen, wenn es so eine Rentnerstadt ist, kann ich mir vorstellen, also kanadischer Staatsbürger, das macht für mich keinen Sinn. Also ich bleib dabei. Wer verlässt freiwillig Kanada, um in den USA zu leben? Gut, mindestens 55 Jahre alt sein, sagst du. Gut. Setz dich gegen Team Deutschland durch. Das haben sie auch genommen. Ja. Ja. Mehr Generationenstadt. Nicht gut. Sun City wurde tatsächlich 1959 gegründet und zwar als die erste richtige Seniorensiedlung in den USA. Und noch heute ist es so, dass mindestens einer, der dort lebt, 55 plus sein muss. Kann zwar Kinder oder Enkelkinder haben, die da mitwohnen, aber einer muss mindestens 55 Jahre alt sein. Sehr gut, hast du es wieder gut gemacht von vorhin. Ja. Das Durchschnittsalter in Sun City ist zurzeit übrigens 75 Jahre. Damit haben wir, ihr führt 15.000 Euro für die Fürstin und für Christian und 14.000 Euro für Team Deutschland und Moritz. Beides sehr gut. Wer spielt denn das Finale? Ja? Fürstin hat Lust und ich vertraue 180% der Jungs. Aber ich weiß nicht, ob das sehr klug ist. Das ist, glaube ich, super klug. Die Fürstin spielt gut. Ja. Christian, du darfst dich ins Publikum setzen, spielt die Fürstin gegen Moritz und wir starten mit unserem Finale. Toll, toll, toll. Gut. Sind gleich wieder da mit dem Finale. Bis gleich. Gerne. Gegen Moritz Ulrich. Die Fürstin darf beginnen, da mehr Geld auf dem Konto ist. Bitte ganz schnell antworten, gut zuhören, wenn Sie es nicht wissen, sofort Stopp sagen. Okay? Ich muss meine Notarlampe, weil wir haben ja immer Notar oben. Der hat da dieses Stichwortverzeichnis auswendig in diesem Gesetzbuch. So, pass auf. Fürstin, es geht los. Redensartlich erhält man ein Rechenergebnis nach Adam. Riese. Jawohl. Welche gegnerische Figur muss man matt setzen, um eine Schachpartie zu gewinnen? Weiß ich nicht. Stopp. König. Den König. Moritz ist dran. Wie viele Stellen hat 1 Milliarde insgesamt? 7. Nein, 10. Ah. 9 Nullen und die 1 davor. Fürstin, bitteschön. Nach welchem griechischen Sagenhelden ist die stärkste Sehne des menschlichen Körpers benannt? Die Seele? Sehne. Sehne. Achilles! Jawohl! Ihren 78. Geburtstag feiert heute Königin Margret von? Dänemark! Jawohl! Welches französische Feingebäck heißt wörtlich übersetzt kleiner Backofen? Petit Four! Jawohl! Die Fernsehserie Die Rosenheim-Cops spielt in welchem Bundesland? In Bayern! Jawohl! Im Udo-Jürgens-Hit heißt es, griechischer Wein ist so wie das Blut der? Erde! Ja! In wie vielen Ländern ist der Schweizer Franken offizielles Zahlungsmittel? In der Schweiz! Ja! Aber das war keine Zahl. Stopp. 1. 2. Moritz ist dran. 57 Sekunden noch.
Welche Boxlegende wurde vom IOC zum Sportler des 20. Jahrhunderts gewählt? Stopp. Muhammad Ali. Hätte ich ihm sagen können. Ah. Fürstin, Sie sind dran. Noch 11 Sekunden. Welcher englische Begriff ist hierzulande für den Flugsteig gebräuchlich? Gate. Jawohl. In welchem Hamburger Theater stand Heidi Kabel jahrzehntelang auf der Bühne? Hamburger Stadttheater. Nein, im Ohnsorgtheater. Zeit ist um, aber 7 richtige. Moritz bisher 0, aber 50 Sekunden Zeit noch. Moritz ist dran. Welcher Fisch gibt der Pizza Salmone ihren Namen? Der Lachs. Jawohl. Unter welchem Präsidenten war Al Gore? Was war los? Der Trump hat einen Furz gelassen. So, ich habe angeblich die falsche Frage vorgelesen. Okay, was machen wir jetzt? Lesen die nächste Frage. Aber er hat es ja richtig beantwortet. Wir haben noch 60 Sekunden Zeit und dann ist die Sendung zu Ende. Ja, okay, 2 Sekunden drauf und dann kriegst du eine neue Frage. Gut. Ich könnte schon wieder. Ich könnte. Nein, das wissen wir, dass es keinen Punkt gibt. Sie glauben gar nicht, was hinter den Kulissen los ist. Hier ist Schnappatmung in der Regie. Der Notar hat auf den Knopf gedrückt, obwohl man hätte weiterspielen können. Das wäre gar nicht aufgefallen. So. Wir können wieder. Alles klar. Du hast Sekunden drauf bekommen. 48 Sekunden hast du. Los geht es. Unter welchem Präsidenten war Al Gore US-Vizepräsident? Bush. Nein, nein. Bill Clinton. Wie viele Personen gehen beim Verkehrszeichen Fußgängerüberweg über den Zebrastreifen? 2. Nein, 1. Heinrich Hoffmanns Bilderbuch Der Struwwelpeter enthält die Geschichte vom Fliegenden. Weiter. Robert, welcher Vogel legt die größten Eier? Strauß. Jawohl. In welcher Gewichtseinheit wird Gold üblicherweise gehandelt? In Karat. Nein, Feinunze oder Unze. Feinunze. Laut Reinheitsgebot besteht in Deutschland gebrautes Bier aus Malz, Hopfen, Hefe und? Gerste. Wasser. Wie nennt man den wöchentlichen Ruhetag in der jüdischen Religion? Sabbat. Jawohl. Gastgeberin einer Politik-Talkshow ist Maybrit? Illner. Das ist richtig. Zeit ist um. Fürstin Gloria hat gewonnen! Ja! Erstmal Glückwunsch! Ja. Wie haben wir das gemacht? Sagen Sie uns noch ganz kurz, das Geld ist wofür? Für die Hospiz. Für den Hospizverein in Regensburg. Sehr gut. Und der Adventskalender der Süddeutschen Zeitung hilft vielen Leuten in Deutschland, alten, kranken Kindern. Wir bedanken uns und bald als Teamkapitänin für Deutschland die Fürstin Gloria von Dohlen-Dachsen. Gewonnen hat auch jemand in Block B. Das Geld gebe ich gleich raus. Ihnen schönen Abend. Moritz, danke dir. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, 18 Uhr. Tschüss. Wäre es nicht toll, wenn alles so einfach wäre wie bei Kongstar? Ihr könntet Timo einfach am Monatsende kündigen und mit der Allnet-Flat zum Beispiel eure Musik hören. Die Kongstar Allnet-Flat ohne Vertragsbindung mit 3 GB für 20 Euro im Monat. Jetzt mit Highspeed-Option doppelt so schnell surfen auf kongstar.de. Hol dir die Allnet-Flat mit dem neuen Huawei P20 zum Superpreis. Du willst wirklich unsere Jäger herausfordern? Dann lad dir am besten die ARD-Quiz-App runter und mit etwas Glück wirst du Kandidat hier im Studio. Deine Chance abzuräumen. Genau so sieht's nämlich aus. Wer mutig spielt, super, schreckt vor den Jägern nicht zurück. Hier machst du was mit, und das alles ohne Gage. Na dann.